Okay, hello, good evening. Hello, Dr. Murphy. Hello, good evening, everybody. Good evening. Hello, okay. Dr. Murphy. Good evening, and thank you for invitation in our first webinar with the German group. I'm very happy to stay with you this evening and to start this activity to support you in the German market, but also in different events of updating information, scientific. Stefanie, magst du schon mal übersetzen? Ja, der ist jetzt, hat glaube ich einen kleinen Ausfall. Okay, also er hat im Prinzip sagt er, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Er ist sehr glücklich, hier dabei zu sein. Und er ist dafür da, dass er die deutschen IBOs unterstützt im deutschen Markt. Und dann ist er abgebrochen. Wo sitzt er denn? In welchem Land? In Italien? Nee. In Italien? Ja, ne? Okay. Weiß nicht. Jose, wo sitzt er? Okay. Okay. Now, it's okay now. Okay. Yeah. Perfect. Perfect. Okay. Have you already translated my introduction? I came to the point where you thanked for the invitation and that you are there to support the German community in their market development. Okay, perfect, perfect. Today we are really a wonderful and important opportunity to share this new product. This is one of the first presentation in Europe because of in a webinar is the second one, and for I'm very happy to share with German group these contents. Das ist meine zweite Präsentation hier in Europa. Ich bin sehr froh darum, das neue Produkt Omnia mit euch zu teilen und euch mehr Informationen mitzuteilen. Okay, a few words about me, but really few. I have a PhD in biology from Miami University. I'm a nutritionist and I have been working since 1998 in the anti-aging and well-aging mechanism. Okay, zu seiner Person ganz kurz. Er ist ein Doktor der Biologie und hat seinen Abschluss an der Miami Universität gemacht. Er arbeitet mit Anti-Aging, was unser Haupttitel heute ist, seit 1998. Okay, perfect. Now we could start with the presentation. I try to share. Okay, I've disabled to share screen. I don't know if someone of you could me give the because of I haven't I'm impossible the, so to share the video. You can do it now. Okay. No free now. Okay. Okay, er versucht das. Er okay. Hat, glaube ich, eine Slideshow, die möchte er gerne allen zeigen. Perfect. Jetzt kommt los. Thank you very much. Okay. Okay, and so the objective of my presentation today is to introduce you Omnia. Omnia represents really a breakthrough new product from Life Farm. It's a perfect combination, it's a perfect formulation of vitamins and selected proven ingredients. Okay, wir reden heute, wie gesagt, von dem Produkt Omnia, eine Nahrungsmittelergänzung für gesunde und schöne Haut, eine perfekte Kombination von Vitaminen und Mineralien. And in that case, focus on beautiful skin, hair and nails. Also der Hauptfokus liegt auf auf schöne Haut, schöne Nägel und Haare. It's not a cream, as you could understand. It's a food supplement, but able to create a perfect combination with
our topic cream, like for example Lamiderm. Es ist keine Creme, es ist also eine Kapsel, aber es kreiert die perfekte Kombination mit unserem bestehenden Lamiderm. Okay, now please take a look together. Only of some information of background and scenario, and what now confirmed the first factors able to favor skin aging. Okay, wir kommen jetzt zu der Seite, was die Gesichtsalterung, was sind die Ursachen für Gesichtsalterung? Okay, first of all, absolutely, we could confirm that 80% of aging, of face aging, result from ultraviolet sun radiation. Okay, also wir können das auf jeden Fall bestätigen schon, dass 80% der Gesichtsalterung von der Sonne kommt. We could find these factors in the second group, the extrinsic factors. Was wir in der zweiten Gruppe hier sehen können, was anfängt mit extrinsic, das sind die sogenannten äußeren Faktoren. Und Jasmin, bitte korrigiere mich, wenn das nicht richtig ist. Die äußeren Faktoren, die eine Rolle spielen im Alterungsprozess, wie zum Beispiel, wie ihr seht, Sonne, Wetter und so weiter. Okay, together with the other factors, extinctives, in this case, endogenous, in this case, exogenous factors, like, for example, free radicals from oxidative stress, weather, or, last but not least, wrong use of topical products. Okay, also er hat jetzt ein paar Sachen genannt, was die äußeren Faktoren wären, zum Beispiel wie die Sonne, das Wetter, schlechte Luft, Smog. Dann hat er noch Free Radicals angesprochen. Ich glaube, das sind kurzlebige, aggressive Sauerstoffverbindungen, die die Zellstruktur angreift. Das wäre also auch ein Problem mit den Extrinsic-Faktoren. Und auch noch zusätzlich hat er gesagt, in der Kosmetikindustrie, was ihr euch auf das Gesicht, was ihr aufträgt, die Salben. Okay. Intrinsic or rather than also we could explain as endogenous factors are represented by poor nutrition, depleted food, smoke, drink, and last but not least, these advanced glycation and products. It's an acronym. It's an acronym, AGE. AGE are produced when sugar combines, interact with the protein or fat, and this interaction may damage cells. Okay, so er spricht jetzt von den intrinsic Faktoren. Das sind wohl die inneren Faktoren, die eine große Rolle spielen, wie unsere schlechte Ernährung, die überkochten und überarbeiteten Nahrung. Rauchen, Trinken, Medikamente. Dann weiter hat er dieses Advanced Glycation End Product angesprochen, das AGE. Dazu hat er gesagt, das ist eine Interaktion von Zucker und Protein und dass das die Zellen anschlagen würde, beschädigen würde. Okay? Okay. This slide show how today we could achieve to obtain some important result for our look good and beauty. Today we have available and proven some procedures, but they represent expensive and invasive procedures, like for example facelift, Botox injection, fillers, laser, and chemical peels. Ja, in unserer heutigen Gesellschaft ist es eine sehr große Herausforderung zu altern. Man möchte immer jung aussehen, solange es geht. Die Hautindustrie ist eine Milliarden-Dollar-Industrie
Und ja, jeder sucht nach dem Jungbrunnen sozusagen. Es sind noch einige Faktoren, die er aufgelistet hat hier, wie zum Beispiel die Facelift, wie Botox in Injections, Fillers, Laser und chemische Peelings, was alles sehr angreifend ist für die Haut, diese Prozeduren, die er, okay? Yes, and the question is if can skin age naturally and look beautiful, but without expensive and invasive treatments? Unser Ziel ist, dass die Haut sich natürlich jung und ausstrahlend ist, ohne große Sachen wie zum Beispiel die Botox oder Laser-Treatments. And the answer is yes. In fact, Lifeform introduced Omnia. Omnia represents really a science-based food supplement with a concentrated beneficial ingredients show to work internally to create a firm, moist and smooth skin texture. Okay, die Frage stellt sich, kann sowas erreicht werden, dass die Haut natürlich altert? Und was für Behandlungen würde das beinhalten? Ja, ist die Antwort, es ist möglich. Und jetzt die Antwort darauf, wie daher kommt Omnia. Hier stellt Lifeform Omnia vor, ein wissenschaftliches, fundiertes Nahrungsergänzungsmittel, das konzentrierte Beinhaltung hat, wie zum Beispiel, was auch zeigt dann an der Haut, zeigt es sich, dass sie feucht ist, dass sie glatt ist und dass sich das ganze Hautbild positiv verändert, dass Falten weniger werden und die Skinfarbe, die Hautfarbe sich verbessert. Yes, these ingredients, this perfect combination of these beneficial ingredients showed and demonstrate to reduce the appearance of lines and wrinkle and improving skin tone. Okay, und er hat nochmal darauf hingewiesen, das ist die perfekte Kombination all dieser Inhaltsstoffe, die diese Verbesserung der Haut und der Nägel und der Haare hat. Okay. Let me show you a brief overview. I am a nutritionist, and so I need to start also this second part with some an important overview, some information about the role of nutrition in skin health. Okay, hier möchte ich ganz schnell ein paar Überblicke über die allgemeine Gesundheit, Hautgesundheit geben. Okay. Und die Ernährung. Okay. And we have several scientific studies that confirmed how vitamins, antioxidants, minerals, collagen help improve function and structure of our skin. Wir haben einige wissenschaftliche Studien von Antioxidanten, Mineralien und Kollagenen, wie die sich verbessert haben und auch die Struktur der Haut sich verbessert hat. And newly the results show enhanced collagen production, a fewer wrinkles, smoother texture, and in general, a more youthful appearance. Okay, die Untersuchungen zeigten eindeutig, dass es weniger Falten, die Wahrnehmung der Falten waren weniger. Die Hauttextur, das Hautbild hat sich verändert. Es sah jünger aus, hat eine sichtbar jüngere Ausstrahlung. Genügend Nährstoffe in der Zelle. Und es hat genügend, okay, das ist der dritte Punkt, da kommt er jetzt gleich zu. Yes? Okay, but today we have a problem. We are really difficult to consume the level of nutrients necessary to remain healthy. Also, aber heutzutage haben wir das Problem, dass wir nicht alle
Nutrition aufnehmen, nicht alle Vitamine mit unserem Essen aufnehmen, die eigentlich notwendig wären für ein gesundes Leben. Okay, I love very much this historical study from Harvard University that show a surprising data. In fact, the study obtained the result to demonstrate that vitamin and mineral deficiency exist in all age groups. Okay, eine sehr interessante Studie von der Harvard-Uni hat er gebracht von 2002, die zeigte, dass alle Altersgruppen vom Vitamin- und Mineralmangel betroffen sind. Because of all are completely involved in scenario and background, for example, weather fluctuation, soil depletion, industrial farming, digestive issue, and important, poor intestinal absorption. Ja, und warum sind alle Altersgruppen betroffen? Und er antwortet, vor allen Dingen, es fängt an schon mit der Bodenverarmung, die Versäuerung der Erde, industrielle Landwirtschaft, schlechte Ernährung, Leute bereiten weniger ihr Essen zu, das Wetter, Wetterschwankungen, Transportierung von frischen Artikeln. Ich weiß nicht, ob das eine große Rolle spielt, aber außerdem hat er noch gesagt, digestive Verdauungsprobleme spielt eine große Rolle und dann auch noch der letzte, schlechte Absorption. And the outcome of this reduced nutritional value in our food has the fact that many individuals don't obtain adequate vitamins and minerals from their food. And the outcome shows that also die meisten Leute dass die ganze Studie zeigte also, dass die meisten Leute nicht genügend Mineralien und Vitamine täglich zu sich nehmen. Okay. The good news is that today in Europe, based on and following a recommendation by the World Health Organization, several campaigns bring and encourage the consumption of vegetable and fruit. Viele Leute, und das sind jetzt zwei maßgebliche Unternehmen, die in Europa, das erste ist Five a Day, die sagen also, das ist sehr, und die sind in England, Frankreich und Deutschland, und die sagen, dass 5 Portionen von Früchten und Gemüse täglich eine Mindestkonsumption von 400 Gramm erforderlich wären, um ein gesundes Leben zu führen. Five a Days is one of various national campaigns, and also in Germany, this is one of campaigns bring from Germany, and to encourage this consumption, at least 5 portions of fruit and vegetables each day. In that case, the individuals consume a minimum of 400 grams of fruit and vegetables should support the health of the overall population. Okay, und ich sage also, das sollte 5 Portionen von Früchten und Gemüsen, sollte ausreichend sein, um die Bevölkerung gesundheitlich zu versorgen. Aber es wird nicht immer befolgt. Sind wir schon zu den 34% gekommen? Die 34,4% der Europäischen Union. Also 34,4% der Europäischen Union hat nicht genügend Versorgung mit Vitaminen und okay, Doktor? Okay, and based on a recent survey from in this case, a monitor, this is the source, as you know, Euromonitor International, presented recently this survey, Global Consumer Trend, in which first information, not so good, bad, is that 34.4% of the European population does not consume neither one fruit of vegetable daily.
Okay, ich war schon zu weit. Hier ist die Zeile. Er hat also gesagt, 34,4% der Europäischen Union, der Leute konsumieren nicht genug. And the European top consumer, in the other hand of fruit and vegetable, based on a yearly average consumption, is Denmark, following Spain, Italy, and Norway. This kilo, for example, in Denmark, 255, is per person yearly. Okay. Also in der Europäischen Union, da gibt es einige Länder, die sehr gut sind. Einer der ersten Länder vorne dran ist Dänemark mit 255 Kilogramm pro Person. Das ist pro Jahr im Durchschnitt pro Person. Gefolgt bei Spanien mit 204 Kilogramm, Italien 168. Okay, based on this scenario, today we have the good news. In fact, taking Omnia today will assure the significant intake of various vitamins and beneficial ingredients. Und wir haben dies gesagt, haben wir durch Omnia die Möglichkeit, diesen Nahrungsmangel aufzunehmen und zu ergänzen. Okay, this slide represents a sort of bullet point of key cosmetic ingredients that has shown to improve skin. Okay, und das sind die Key-Faktoren, die Schlüsselfaktoren kosmetisch für die kosmetischen Bestandteile, also der kosmetischen Bestandteile für die Hautverbesserung. First of all, spirulina. Als allererst. Sorry. No, go ahead. Okay, spirulina, that's a blue-green algae. Spirulina contains lutein and zeaxanthin. These two elements are recently discovered in the skin. Spirulina ist einer der Hauptbestandteile in dem Omnia. Es wurden also große Studien auch über das Spirulina allein gemacht. Es ist eine blugrünliche Alge, die, ich weiß nicht genau, was für Bestand habe, aber Clun Sextatin hat er erwähnt. Weiter kann ich nicht ins Medizinische gehen. Okay, Doktor. Okay, lutein and zeaxanthin are typically identified in the eyes, but really recently they are discovered also in the skin, and they protect skin against light-induced skin damage. Okay, Lutein und Zeaxanthin waren immer für die Augen eigentlich ein guter Bestandteil oder fürs Sehen, aber es wurde auch jetzt entdeckt, dass es ein große Vorteile hat für die Haut, gerade Hautlichtalterungsbezüglich. Okay, another important group of cosmetic beneficial ingredients are the vitamin B drops. Okay, ein sehr wichtiger Bestandteil, weiterer Bestandteil wäre die ganze Vitamin B-Gruppe oder eigentlich Vitamin herausgezogen. D3 und das Vitamin D3. Well-known hyaluronic acid. Hier kommen wir zu dem Hyaluronic, zu der Hyaluronicsäure. Okay, hyaluronic acid improves, as you know, skin moisture and promotes skin cell regeneration. Die Hyaluronicsäure wäre also für Erneuerung der Skinzellen. Another proven ingredient. Is a grape seed extract that protects skin cell by ultraviolet radiations. Okay, ein anderer interessanter Artikel ist der Traubenkernextrakt, der vor der ultravioletten Lichteinstrahlung schützt. Okay, and last but not the least of this list, red clover blossoms, that's a flower, that improves skin condition, better texture and moisture. Okay, und dann das letzte auf dieser Liste wäre das Red Clover, das Rotklee,
Blüten, die Rotkleeblüten, die die Textur, das Aussehen, das Hautbild verbessern und auch die Feuchtigkeit. Okay, and now, really, please take a look at this picture and what happened just under our skin, in the basal layer of our skin. Okay, hier haben wir eine kleine Veranschaulichung, was in der basalen Hautschicht passiert. Aging cells accumulate oxidative stress and free radical, and in this situation, not proper DNA synthesis. Okay, er wird also jetzt gleich über die ganzen Schichten davon sprechen. Dr. Could you repeat the last sentence? Yes, the typical aging mechanism brings a sort of aging cells that accumulate oxidative stress and not proper DNA synthesis. Got it. Okay, er sagt also, dass alternde Zellen, die sammeln an den oxidativen Stress und auch und sind nicht dazu in der Lage, richtige DNA-Synthese vorzunehmen. Sehr wichtiger Punkt. Okay, this situation is faced from a good nutrition that interacts with the cell division and collagen formation. Okay, und also gute Ernährung hängt davon ab, gute Ernährung wird Ihnen garantieren, dass die Zelldivision, die Zellteilung und die Kollagenformation ablaufen. But based on the previous slide, we need a good food supplement like Omnia to, in this case, have a role in the process of cell division with a specific action to normalize collagen formation for a normal function of our skin. Okay, hier kommen Omnias Inhaltsstoffe wieder ins Gespräch. Sie spielen also eine große Rolle bei der Zellteilung, nochmal das erwähnt, und der Kollagenbildung und schützen dann vor dem oxidativen Stress. Und ich glaube, da bin ich jetzt wieder zu weit. Okay, Doktor? Yes, perfect. Okay. This is Omnia. Omnia, this is the identity card of Omnia. Omnia is based on the Life Farm platform, based on fertilized avian egg extract science. Okay, Omnia ist basierend auf der geschützten Lifeform-Formel, wissenschaftlichen Formel mit unserem Vogelei-Extrakt. In fact, Omnia stimulates the production of collagen, elastin and fibronectin through, in this case, FGF, fibroblast growth factor, through Egg. Okay, also es stimuliert die Produktion von Kollagen. Omnia stimuliert die Produktion von Kollagen, Elastin und dem Fibronectin durch das besondere Ei bioaktive Wachstumsfaktoren. Durch die bioaktiven Ei-Wachstumsfaktoren. Support skin cell growth, und es wird nochmal gesagt, dass es das Hautzellwachstum unterstützt. Und zwar wegen dem Fibroblast Growth Factor, was in dem Avian Extract drin ist, und dem sogenannten Lysyl Oxidase, dem LOX. In fact, Omnia is a unique source of fibroblast growth factor and lysyl oxidase that support skin cell growth. Okay, nochmals, er sagt also, beides unterstützt das Hautzellwachstum.
And another important action is combined with LOX. LOX, lysyl oxidase, helps to link a small collagen and elastin fibers together for longer and stronger fibers. Okay, das LOX, das verbindet das Kollagen, kleine Kollagenteile und Elastin. Verbinden kleinere Kollagen- und Elastitinfasern werden verbunden. Nochmal, kleinere Kollagen- und Elastitinfasern werden verbunden. Okay, this slide show how grow nails could really represent a sort of key indicator of all dermatologic conditions. In fact, please take into consideration nail problems also during our presentation, because of really, as you could observe, these problems occur in every next slides. Okay, hier spricht er über Nägelprobleme. Das Nägelprobleme, da reflektiert es sich immer, wenn irgendwas mit der Ernährung nicht stimmt, es reflektiert sich immer auf den Nägeln, an den Nägeln. Nägel enthalten ein spezifisches Keratin. Okay, jetzt bin ich wieder zu weiter. Doktor? Yeah, a few words about the some indicators. For example, numbers indicators is that healthy nails grow approximately 2 to 3 millimeters a month, with a complete replacement in 6 to 9 months. Eine kurze Information nur, gesunde Nägel wachsen ungefähr 2 bis 3 Millimeter im Monat. Ein Nagelbettersatz erfolgt innerhalb von 6 bis 9 Monaten. Okay. Now go into specific ingredients of our Omnia Prodom. And we start with zinc. Zinc in Omnia not only benefit vision health, but also the maintenance of normal nails, skin and hair. Okay, hier gehen wir jetzt in die spezifischen Bestandteile nochmal und wir greifen das Zink heraus. Zink ist ein sehr wichtiger Bestandteil von dem Omnia. Ist auch sehr wichtig für Haare, für Nägel, Haut und Haare. Okay, zinc is essential not only for, in that case, nail care, but also to guarantee, for example, a protection against hair loss and bald spots, both in adults and children. Okay, Zinkmangel kann einige Schwierigkeiten bringen, einige Probleme, wie zum Beispiel Haarausfall oder kahle Stellen bei Erwachsenen und auch bei Kindern. This is two studies that I could share with you. The second demonstrate how chemical profile of in normal nail plate relies on zinc. Und das sind einige zwei Studien, die gemacht wurden hierüber, die belegen, dass das chemische Profil von einer normalen Nagelplatte von dem Zink abhängt. Okay, these the source, as you could observe, are below the sentence if you are interested also to receive eventually these studies. Okay, wenn Sie die Studie nachlesen möchten, die sind hier unten mit angehängt. Okay. Another important ingredients, beneficial ingredients contain in Omnia is a biotin or a vitamin B7. Ein weiteres Beispiel wäre das Biotin von den Bestandteilen, das sogenannte Vitamin B7. In this case, on the right side, the source of vitamin B7 in food.
hier auf der rechten Seite sehen Sie, wo das B7 vorkommt, wie zum Beispiel oben das Blattgemüse, Hefe und so weiter. Ich weiß nicht, ob er da jetzt drauf eingehen will. Okay, Doktor. Okay, biotin is associated with good skin and hair, but not only. Also with beautiful nails. In fact, a daily dose of biotin, 2.5 milligram, resolve brittle nail syndrome. Okay, Biotin ist nicht nur gut für Haut und Haare, sondern auch für die Nägel. Er empfiehlt ungefähr 0,5 Milligramm täglich. Biotin 2,5 Milligramm. Sorry. Okay, Biotin in Omia is vital also for skin tone. In fact, biotin deficiency can cause eye loss, but also skin irritations. Auch sehr wichtig ist das Biotin für die Haut, für das Hautbild, für Hautirritationen, Hautverfärbungen und nochmals brüchige Nägel. Another crucial ingredients present in Omnia is riboflavin. Riboflavin contributes to the protection of cell from oxidative stress and contributes to the normal skin maintenance. Okay, ein weiterer Faktor wäre das Riboflavin, was in Omnia vorkommt, und somit schützt es die Zellen vor oxidativem Stress geht somit klar, dass ihre Haut normal versorgt wird mit Riboflavin. Mhm. Okay. As I told before, vitamin D3 in Omnia is really a must for skin health. Wie ich schon vorher angesprochen habe, das Vitamin D3 ist ein wichtiges Vitamin in der Hautversorgung. On the life side, the foods rich in vitamins D. Okay, auf der linken Seite sehen Sie die Nahrungsmittel, die Vitamin D3 enthalten. Egg yolk, fish, milk, mushroom, obviously, as you could observe. Several studies confirm that low levels of vitamin D3 are associated with the dry, scaly, red skin. And recently, research has demonstrated that vitamin D3 plays a role in the process of cell division. Okay, so auf der linken Seite sehen Sie die Lebensmittel, wo D3 enthalten ist. Wenn Sie nicht genügend mit diesen Lebensmitteln aufnehmen, nochmals, Omnia würde dann das überbrücken. Was ein Vitamin D3-Mangel könnte dazu führen, dass zum Beispiel zu trockener, roter, brüchiger Haut. Außerdem, eine Studie hat kürzlich herausgefunden, dass D3 eine wesentliche Rolle spielt, auch in der für die Hautkonstruierung. Und es spielt eine große Rolle in der Zellteilung. Es ist quasi bewiesen, dass es an dem Prozess der Zellteilung maßgeblich beteiligt ist. Okay. So to summarize the perfect combination of ingredients dedicated to skin, hair and nails contained in Omnia, we could really point out A and B complex vitamins, zinc, biotin, vitamin D3, vitamin C and beta-carotene. Okay, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem einzigartigen wissenschaftlichen fundierten von der Formel. Ist also eine kurze umfassende orale Ergänzung für
für Haut, Haare und Nägel und es umfasst maßgeblich das A, den A- und B-Komplex der Vitamine, außerdem noch Zink, Biotin und Vitamin D3, C und Beta-Carotine. Okay, but it's not enough for the skin and hair. Beneficial ingredients contained in Omnia are L-Cysteine. Please. Okay, aber das wäre nicht genügend. Außerdem, dass Omnia enthält L-Cysteine. L-Cysteine, that's an amino acid. Our structure depends on this amino acid for texture and strength. Und außerdem hängt von den die Aminosäuren spielen eine wichtige Rolle, wegen dem Hautbild. Why do the amino acids play an important role, Doctor? Okay. Yeah. Why and do the amino acids play an important role? Yes, the amino acid, this specific amino acid, that L-cysteine, plays an important role in the texture and strength of our structure. Okay, also das L-Ostin, das ist eine Aminosäure und das spielt eine wichtige Rolle in der Textur, in dem Hautbild und der Festigkeit okay. der Haut. And finally, fish collagen that improves skin texture. Außerdem natürlich das Fischkollagen, was auch die Textur verbessert, das Hautbild. Okay, this is in that case we completed all formulation of Omnia. Okay, but please. Und das wäre jetzt ungefähr, das wäre so zusammengefasst, was Omnia enthält. Okay, Omnia has demonstrated, proven activity towards improving skin, hair and age. But how you'd like to point out that these nutrients are also very important to other health, energy and metabolism functions. Okay, er stellt auch nochmal heraus, dass es messbare Wirkungen gezeigt hat, dass sich die Haut tatsächlich verbessert, Haare und Nägel, also alles eine verbesserte Struktur zeigte, dass die Nährstoffe waren sehr wichtig, diese zusätzlichen Nährstoffe sehr wichtig für die Gesundheit oder für andere gesundheitliche Funktionen und energetische und metabolische Funktionen. Okay. I finish my presentation with the recommended usage or posology, if you want to use these terms. We suggest from 1 to 4 caps daily. Okay, ich beende heute meinen Vortrag mit einer mit einem Dosierungsvorschlag. Was wäre 1 bis 4 Kapseln pro Tag? Okay, I have finished my presentation, and so thank you very much, and thank you to Stephanie to support me also in the translation. If you want, I'm available eventually for questions, or differently, I'm obviously ready to hear from you. Und das ist das Ende meiner Präsentation. Ich stehe für Fragen noch zur Verfügung. Hallo, Jasmin. Hallo. So, hallo. Diese Bildschirmübertragung können wir die ja, super. Ganz toll. Also herzlichen Dank, lieber Dr. Maffi. Thank you very much. You're welcome.